Es ist das 360. Rennen von Claudia Pechstein bei einem großen internationalen Wettbewerb. 7,5 Runden, in die sie zeigen muss, ob sie genug trainieren konnte, um international mitzuhalten, ob sie die Belastung der Vorwürfe, der Verhandlungen, der Sperre, des juristischen Hin und Her abschütteln kann oder zumindest für knapp 4 Minuten vergessen kann. Natürlich ist die Vorbereitung für Claudia Pechstein alles andere als günstig. Zu spät in die Höhe gekommen, keine Rennen bisher, keine ernsthaften Prüfungen, der Einstieg in die Saison mitten im Winter nicht leicht. Zudem diese extreme Trockenheit in der Halle, nichts für die sensiblen Bronchien von Claudia Pechstein. Und die Japanerin am vergangenen Wochenende, Siegerin der B-Gruppe, deshalb darf sie hier in diesem Duell mit Claudia Pechstein starten, eröffnet schneller als die frühere Olympiasiegerin, als Claudia Pechstein. Aber was ist das alles noch wert? Die großen Erfolge, die fantastischen Zeiten, dieses einmalige Bild der Karriere von Claudia Pechstein, die Dopingvorwürfe haben viele Fragezeichen aufgeworfen. Leider hat das Urteil, das die ISU, der internationale Eisschnelllauf-Weltverband, gefunden hat, keine echte Klarheit geben können. Es ist ein Indizienprozess gewesen, der letztlich auf einer entscheidenden Veränderung im Blutbild von Claudia Pechstein basierte. Die einen sagen, das muss reichen. Aber schon in dieser Woche haben sich Kritiker gemeldet, Blutexperten, die sagen, diese Veränderungen sind nicht ausreichend und sprechen nicht unbedingt für Blutmanipulation bei Claudia Pechstein. Das Ganze zu beurteilen, enorm schwierig. Und deshalb weiß man nicht, wem soll man glauben, dem Urteil, den Experten oder den Beteuerungen von Claudia Pechstein, die sagt, ich habe nicht gedopt. 1800 Meter sind gelaufen. Zum ersten Mal ist Claudia Pechstein aber nur einen Wimpernschlag vor Irina Tuch. Was das alles wert ist, werden wir erst in den nächsten Rennen erleben. Und es sind ja noch zwei Deutsche dabei, die sehr aussichtsreich sind, mit Daniela Anschütz-Thoms und Stefanie Beckert. Zudem mit einer Außenseiterchance Katrin Matscherott, die erst den dritten Startplatz für die deutsche Mannschaft in den Langstrecken für die Olympischen Spiele erkämpft hat und somit die denkbare Option für Claudia Pechstein überhaupt in Vancouver zu starten. Aber die Messlatte ist klar. Der Deutsche Olympische Sportbund verlangt eine Platzierung unter den ersten 8. Denn Pechstein hat ja nur diese eine Chance. Jetzt müsste sie ihre gleichmäßigen Runden reinstreuen. Da, wo die anderen langsamer werden, schauen wir hin. Auch sie wird aber ein bisschen langsamer von Runde zu Runde. Die letzten 400 Meter. Man sieht ihr den Willen, man sieht ihr den Kampf an. Aber es ist nicht so flüssig, wie es vielleicht sein sollte, um eine absolute Topzeit hier auf dieses glänzend präparierte Eis zu zaubern. Aber man muss es als Saisoneinstieg ja sehen für Claudia Pechstein. Gleichzeitig der Ausstieg, diese Frage bleibt zunächst offen. 4:04:60 ist das Maß, das Claudia Pechstein gesetzt hat. Und jetzt muss sie warten, muss zittern und bangen, dass höchstens 7 schneller sind als sie. Sie hat sich